Da wären wir wieder bei einer neuen Folge Let's Play Metro Last Light. Ja, wir stehen vor der Metro. ja, wir waren in der letzten Folge im... in der Lagebesprechung und wir haben den Auftrag bekommen, dass wir zu einem Punkt fahren sollen, wo ein sogenannter Schwarzer ist, mit dem wir Kontakt aufnehmen können. Wir wollen ihn natürlich retten, soweit ich es richtig verstanden habe. Aber ich glaube, die Tusnella, also diese Anna oder wie die auch mal die heißt, die mitgekommen ist, die soll ihn töten. Das müssen wir verhindern. So. Ah. Pumpgun. Woher hat die Mütze? Ich will auch so eine Mütze. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Die Bahn ist von Göttern gebaut worden. Genau wie die Autobahn. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Okay, da wären wir, schätze ich mal. Sie scheint auch schon ganz schön neugierig zu sein. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter rangehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampe. Wende L2 und die Taschenlampe. Okay. Los. Passt auf, die Türen schließen sich. Vier Stück. Ah, Spinnenweben, ekelhaft. Ich glaube, ich muss hier hin, oder? Genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Ah. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe werde Licht. In Deckung. Toll. Das hast du gut gemacht. Yeah, Lob. Basti klug. Basti klug. Er hat einen Hebel umgelegt. Alles klar, los geht's. Jetzt gehen wir mal hoch, mal gucken, was hier abgeht. Geh nach rechts, links ist eine Sackgasse. Lecker Ratten. Was hat sie aufgeschreckt? Pass auf. Scheiße, das Ding ist schnell. Wie habe ich das eben hinbekommen? Ordentliche Reflexe, muss ich schon sagen. Ich habe doch total daneben geschossen. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. L2 und Viereck. Na, hat die einen breiten gebärfreudiges Becken. Meinen Arsch anzuglotzen. Der ist für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Ey, ich Playboy, du Kaninchen. So. Was ist los? Hilf mir hier mal. So, wer ist jetzt das Kaninchen, hä? Und willkommen an der Oberfläche. Leck mich an der Box. Kann man Licht ausmachen? Nee. Ah, die haben es wohl nicht mehr geschafft. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein halte L3 und gedrückt, um zu sprinten. Okay. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen. Also boah. Sein. Ey, das Visier verdreckt. Drücke kurz L2, um die Gasmaske sauber zu machen. Ah, sehr gut. Und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir hatten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück.
Ich will auch. Mann, na toll. Ich darf mal wieder hier das Kaninchen spielen, das alles rauslockt. Aber richtig krass. Ich höre einen Geigerzähler, aber... Oh, hier ist was. Munition! Und ein Filter. Und Geld. Top. Wow! Boah, nicht gesehen, ey. Oh, was ist denn? Ekelhaft. Egal. Wow! Boah! Das war jetzt ein wenig. Stirb! Hilfe! Wo? Wo? Da! Diese Pumpgun ist awesome! Unten drücken, um Medipack zu usen, alles klar. Macht ihn so awesome. Übrigens, danke an Lars für diesen grandiosen Tipp. Das ist was. Du hattest recht mit den Pumpguns. Und brauchst dich jetzt nicht gleich selber zu feiern, als dass du Gott, Jesus, keine Ahnung, alles in einem bist. Das bist du nämlich nicht. Das Alter 2 gedrückt. Okay. Aber ihr seid definitiv ein Schwachsinn. Was hält dich ab? Na los! Oh, da ist er! Verdammt! Ist der schnell! Wie hat er das gemacht? Wo ist er? Da hinten. So, weiter geht's. Da! Wow. Ich will doch eigentlich retten, nicht abschießen. Ich will den nicht abschießen. Das Aim und so. Ich hab'n. Mann, sind die schön. Wow. Erinnert mich ein wenig an Assassin's Creed. So, steht es oben auf dem Turm. Das wiederum jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich das, was er vorhin angesprochen hat. Diese drei Atombomben auf das Nest der Schwarzen. Glaube ich zumindest. Ja, yep, das war's. Ah, ich verstehe. Also ist der der einzige Überlebende, oder wie? Ob der gut ist, weiß ich nicht. Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück,
Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Also ist das Schwarze etwas... Ihhh! Eine Spinne! Weg! Ekelhaft. Eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Reich ausgeliefert. Darum das Reich. Später. Der hier vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Ah! Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant. Das erinnert mich leicht. Yo! Das erinnert mich ein wenig an gewisse Zeiten von der deutschen Geschichte. Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Ich zähle bis drei. Eins. Oh. Die rote das Linie, lebe scheint sowas zu sein. Ja. Ich glaube, da hinten stand auf seinem Rücken Reich. Das deutsche Wort Reich. Bringt den hier zur zweiten Einheit. Und hat der eine Armbinde mit dem R? Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Jawoll! Teamarbeit hier! Das war's dann wohl mit deinen Morddrohungen. Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen... Scheiß drauf! Scheiß drauf! Halten wir zusammen, ha? Dabei! Ich verstehe, ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Okay, und wie ist dein Name, Kollege? Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Vor allem, gibt's hier Fraktionen oder wie schaut es aus? Ich bin übrigens relativ neu in diesem Metro-Universum. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn ich so manche Dummheitsfragen stelle. Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Okay, klingt am Plan. Und darf ich auch? Ich will auch. Geronimo! Wow! Lecker. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt. Die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Lass uns das auf mit der Gaskammer mir doch wirklich bekannt vor. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Wow. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und natürlich. Jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Den Spruch kenne ich von irgendwann ist auch schon her. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist. Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen.
In Ordnung. Kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey! Hey, was denn? Hey, heb mich mal hoch, ja? Ah, ich verstehe. Aber bevor ich das mache, drücke ich jetzt hier auf Pause. Und wir machen Schluss für heute. Zweiter Part, zweites Abenteuer. Wir sind gefangen genommen worden und sind jetzt mehr oder weniger auf der Flucht. Wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein üblicher Spruch, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr euch was nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ich nehme mir die Kommentare, die Kritikpunkte wirklich zu Herzen und versuche mich dementsprechend zu verbessern. Vielen Dank. Bis zum